Thema von heute Abend ist Samatha oder ruhevolles Verweilen, die Macht der inneren Sammlung. Und Samuel Tyler, der die Vorträge auf Tonträger verschickt, hat mir gesagt, jemand habe einen Vortrag über mühevolles Verweilen bestellt. Es ist ruhevolles Verweilen, okay? Ich habe immer ein kleines Dilemma mit diesem Thema. Einerseits ist es wichtig und gut, ausführlich über Sammlung zu sprechen, weil Sammlung so wichtig ist, so hilfreich sein kann. Andererseits ist die Tendenz von manchen von uns, immer wieder die Meditationspraxis an der Sammlung zu messen. So stark, und wenn dann die Vorstellung oder was jetzt gesagt wird, anders ist als was der eigenen Wirklichkeit entspricht, dann kann das ziemlich leidvoll werden. Also ich bin mir bewusst, dass man diesen Vortrag brauchen kann, um sich die nächsten 3 Wochen enormes Leiden zu schaffen. Und das wäre eigentlich nicht die Idee. Also messt nicht, wenn ihr es lassen könnt. Es ist mehr zum Teil einfach, was alles möglich ist mit der Sammlung, in Bezug auf Sammlung, ohne dass wir das jetzt in dieser doch relativ kurzen Zeit irgendwie verwirklichen müssten. Ich möchte den Vortrag mit einem kurzen Zitat beginnen von A.J. Musty, wie immer man das ausspricht, der gesagt hat, es gibt keinen Weg zum Frieden. Friede ist der Weg. Innere Sammlung, die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit zu fokussieren, ist eigentlich an sich eine der grundlegenden Eigenschaften unseres Geistes, also etwas, was uns eigentlich schon eigen ist. Die Fähigkeit des Auswählens spezifischer Aspekte aus der Masse der Sinneseindrücke und das Halten der Aufmerksamkeit auf diesem ausgewählten Aspekt, das ist Teil dieser grundlegenden und sinnewohnenden Eigenschaften. Wir betrachten zum Beispiel einen großen Baum oder so eine Palme und wählen dann einen einzelnen Ast oder ein einzelnes Blatt aus und halten unsere Aufmerksamkeit dort für eine gewisse Zeit, eine gewisse Zeitdauer auf einem dieser Blätter. Oder wir hören jemanden, der zu uns spricht, für längere Zeit recht gesammelt und konzentriert zu. Und das gelingt uns, vorausgesetzt, wir finden das Gesagte interessant oder wichtig für uns. Das kann man zuhören. Oder wir lesen ein faszinierendes Buch, während Stunden, vielleicht sogar ohne Ablenkung, vergessen zu essen, wenn wir das Buch spannend finden. Sammlung ist möglich. In unserer Meditationspraxis kontaktieren wir diese natürliche Fähigkeit in uns und entwickeln sie, stärken sie. Wenn wir mit mehr und mehr stetiger und kontinuierlicher Achtsamkeit, Aufmerksamkeit bei einem Objekt sind, sei es der Atem, die Bewegung der Beine, die Metasätze und die Person, auf die wir Meta richten oder was immer, dann entsteht die innere Qualität oder der sogenannte Geistesfaktor der Sammlung. Und eine klassische Definition lautet, Sammlung ist eine Qualität, die den Geist befähigt, während längerer Zeit einsgerichtet auf einem Objekt zu verweilen. Das ist eine Definition. Wenn diese Qualität systematisch kultiviert wird, spricht man von Samatha-Meditation oder Shamatha in Sanskrit oder Shine. Tibetisch. Die Meditation des gesammelten, ruhevollen Verweilens. Und ruhevoll ist genauso wichtig wie gesammelt. Dieses ruhevolle Verweilen kann mit längeren Retreats zu enormer Tiefe entwickelt werden in Zustände tiefster Versenkung und Einsgerichtetheit. Tiefe Zustände, die Jhanas oder Versenkungsstufen genannt werden.
Etwas, das hier wichtig ist zu verstehen, ist die Tatsache, dass Sammlung an sich eine sogenannte unspezifische oder einfach neutrale Qualität des Geistes und des Herzens ist. Das heißt, Sammlung, Fokus kann ethisch sowohl heilsam, positiv, wie auch unheilsam, negativ, wie auch neutral sein. Es hängt von der Absicht ab, welche die Sammlung motiviert. Es hängt von den anderen Qualitäten ab, die gleichzeitig mit der Sammlung gegenwärtig sind. Zum Beispiel, vielleicht etwas extrem, aber es macht einen Punkt. Ein Jäger, der gesammelt, wild, anpirscht, verfolgt, zielt, schießt, mit der Absicht zu töten. Das ist Sammlung gepaart mit unheilsamen Elementen. Wissenschaftler, die Nuklearphysik betreiben, mit der Absicht, Massenvernichtungswaffen zu bauen. Oder Geschäftsleute, die Strategien entwickeln, um Konkurrenten fertig zu machen, um sich reicher und mächtiger zu machen. All das ist die Haltung, die Sammlung verstärkt aggressive, zerstörerische, ausbeuterische Tendenzen und führt letztlich zu großem innerem Leiden. Also Sammlung gepaart mit unheilsamen Absichten. Und wenn sie mit sehr starker Sammlung gepaart sind, werden die negativen Wirkungen entsprechend mächtig. Oder anderes Beispiel, jemand studiert konzentriert eine Straßenkarte, der Weg nach Basel oder Interlaken. Wenn ethisch gesehen keine besondere Absicht dahinter ist, dann bleibt's neutral und bringt keine besonderen Konsequenzen, außer dass man hoffentlich dann weiß, wie man nach Interlaken oder nach Basel kommt. Schon wieder anders ist es, wenn man nach Interlaken fährt, um einzukaufen, um 60 hungrige Mägen zu füttern, damit sie weiter praktizieren können, wenn das die Absicht ist, schafft sehr hilfreiche, erfreuliche innere Tendenzen und Resultate. Wenn eins gerichtet auf Metasätze, auf die Metahaltung gerichtet, wenn konzentriert am Kochen, um die Familie zu ernähren oder um einen ganzen Kurs wie den hier zu unterstützen, heilsame, glückbringende Wirkung für diese Person. Und auch hier, wenn heilsame Qualitäten und Absichten mit sehr starker Konzentration verbunden sind, wird die Wirkung entsprechend mächtig. Das wirkt sich vor allem in Meditationen wie Metta, Karuna, Mitgefühl aus, wenn sie zu großer Tiefe gebracht werden. Wenn ich zum Selbstzweck hier sitze und meditiere, ist die Wirkung wahrscheinlich etwas banaler, als wenn meine Motivation echt, das Wohlergehen vieler ist. Wenn Sammlung in Zusammenhang mit der rechten Absicht und dem rechten Objekt entwickelt wird, wie zum Beispiel zusammen mit rechter Achtsamkeit, Sammasati, oder mit den Brahmaviharas, eben liebevolle Güte, Mitgefühl und all das, dann wird sie zur rechten Samadhi, zur rechten Konzentration, zur rechten Sammlung, zum heilsamen Fokus. Und das ist ein Aspekt des achtfachen Pfades, des Weges zur Befreiung. Sammlung ist also vor allem ein Werkzeug und es muss sinnvoll und heilsam gebraucht werden. Sammlung auf geschickte Art und Weise zu üben, ist eine Kunst und eine oft missverstandene Kunst. Hier ist eine schöne Anleitung dazu von Sharon Salzberg aus ihrem Buch Herz so weit wie die Welt. In der traditionellen Sammlungspraxis platzieren wir die Aufmerksamkeit auf ein einziges Objekt, wie zum Beispiel das Einatmen und Ausatmen, oder die Sätze der liebevollen Güte, und wir lassen alles andere, das durch unsere Sinne zieht, los.
Wir begegnen dem Sammlungsobjekt geradezu mit Zuwendung und so, als ob wir es beschützen wollten. Wir müssen es niemals straff und verbissen festhalten. Vielmehr praktizieren wir mit einer Qualität der Hingabe. Hingegeben an das ausgewählte Sammlungsobjekt bleiben wir mit ihm verbunden und lassen alles los, was uns von ihm ablenkt. Michelangelo wurde einmal gefragt, wie er einen Elefanten bildhauen würde. Und er antwortete, ich würde einen großen Stein nehmen und alles, was nicht Elefant ist, davon wegnehmen. Die Kraftsammlung zu entwickeln bedeutet einfach zu sehen, was nicht der Elefant ist und es gehen zu lassen. Wir lassen das los, was unessentiell und ablenkend ist. Wir lassen einen Gedanken, ein Gefühl los, nicht weil wir Angst davor haben oder weil wir es nicht als Teil unserer Erfahrung anerkennen können, sondern weil es in diesem Zusammenhang unnötig ist. Wenn wir Sammlung üben und ein Gedanke entsteht in unserem Geist, eine Erinnerung, ein Plan, ein Vergleich, eine einladende Fantasie, dann lassen wir dies los. Wenn Ärger aufkommt oder Selbstbewertung oder gespannte Erwartung, dann lassen wir diese einfach los und kehren ruhig zum Sammlungsobjekt zurück. Das ist ein bisschen anders als bei Vipassana, wo wir jeder Erfahrung mit Achtsamkeit begegnen. Die hilfreichen Bedingungen, die notwendig sind, um Sammlung zu entwickeln, sind alles andere als der gequälte Kampf, zu dem wir die Meditation manchmal machen. In der buddhistischen Psychologie gibt es sogenannte unmittelbare Ursachen. Es sind die Vorbedingungen oder Grundlagen, welche am leichtesten und schnellsten eine bestimmte Qualität des Herzens und Geistes entstehen lassen. Und das ist interessant im Zusammenhang mit Sammlung. Oft glauben wir, vielleicht die unmittelbare Ursache für Sammlung sei so etwas wie Eifer und tapferer Kampf. Dabei ist es überraschenderweise glücklich sein, froh sein, eine Qualität der ruhevollen Gelassenheit, welcher unser Herz ruhig, offen und zuversichtlich ist. Das ist die optimale Vorbedingung für Sammlung. Versucht, immer wieder ein Gefühl dazu zu kriegen, um diese Aussage umsetzen zu können in eurer Meditation. Lohnt sich unbedingt. Yun Men schrieb, beim Gehen einfach gehen, beim Sitzen einfach sitzen und vor allem kein unstetes Wanken. Sammlung. So kommen wir durch viel Übung zu einem sich niederlassen, zur Ruhe, zu einer erholsamen und doch sehr wachen Präsenz. Ich mag das Wort Samatha, ruhevolles Verweilen, oder im tibetischen Chine, friedvolles Verweilen. Es vermittelt einen doch ziemlich anderen Eindruck als das Wort Konzentration, was an sich auch korrekt wäre hier. Konzentration wird so leicht mit Konzentrationslager assoziiert. Dabei ist es nicht Streben und Kämpfen, sondern im Atem, in der Metta, im Gehen, im Körper unser Zuhause finden. Es ist also nicht ein KZ hier, es ist auch kein Kasernenbetrieb, wie bei der Abschlussrunde heute Morgen jemand gesagt hat, sondern es ist eigentlich ein Ort des Friedenfindens. Klingt einfach anders. Und irgendwo spricht das vielleicht zu der Haltung, die hilfreich sein könnte. Ich möchte nun das Make-up, die Beschaffenheit dieser Qualität von Sammlung, oder sogar Versenkung, näher betrachten. In Bezug auf Vertiefung der Sammlung und Versenkung sind 5 Faktoren oder Qualitäten des Geistes am Werk. Sie heißen Versenkungsfaktoren oder Jhana-Faktoren. Sind folgende 5 und vor allem die ersten 2 sind wirklich hilfreich zu erinnern und zu verstehen. Angewandte Aufmerksamkeit. Das zweite ist
anhaltende Aufmerksamkeit oder vielleicht aufrechterhaltene Aufmerksamkeit. Dritte ist Interesse, Faszination, Entzücken. Vierte ist ruhevolle Glückseligkeit und die fünfte ist Einsgerichtetheit. Vitakka, die erste, angewandte Aufmerksamkeit. Die gezielte Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang. Das, was aufs Objekt zielt, was den Geist aufs Objekt hinträgt. Während die zweite Qualität, Vichara, anhaltende Aufmerksamkeit, ist das, was den Kontakt, den wir mit dem Objekt gemacht haben, hält. Es ist wie die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit schafft Kontakt mit dem Einatmen, mit dem Ausatmen, mit der Empfindung im Bein, im Fuß. Und die zweite Qualität ist dann dranbleiben, diesen Kontakt halten. Das braucht Übung. Es gibt schöne Illustrationen für das. Das heißt, das Vitakka, die erste Qualität, ist wie das Anschlagen der Glocke und Vichara ist wie der anhaltende Klang. Hingehen, Kontakt machen und Kontakt dauern lassen. Oder Vitakka wird verglichen mit dem anfänglichen Schlagen der Flügel oder dem Flattern der Flügel, wenn die Vögel abheben. Und Vichara, die zweite Qualität, mit dem Gleiten, gleitenden Fliegen des Vogels verglichen, wenn er mal abgehoben hat. Oder die erste Qualität ist wie die Hand, die einen Teller ergreift, das auch wieder in Kontakt. Und die zweite Qualität ist wie die Hand, die den Teller dann abreibt, ausreibt, das Dranbleiben. Beide Faktoren sind sehr relevant in unserer Meditation, jetzt hier, nicht nur in Sammlung, sondern in jeder Art von Meditation. Es ist eben sehr hilfreich, immer und immer wieder sich zu bemühen, mit dem Objekt, mit der Erfahrung des Moments Kontakt zu machen. Das heißt, der Einatemzug, das Ausatmen, die Empfindungen, die entstehen beim Ausatmen, eine andere Körperempfindung, ein Geräusch, ein Klang auch dort, Kontakt machen, Kontakt halten. Wir könnten Kontakt machen und dann darüber nachdenken, was es war, ob wir das toll finden oder nicht, ob es ärgerlich ist oder nicht, ob wir mehr davon haben möchten. Oder Kontakt machen, Kontakt halten. Es ist ebenso hilfreich, immer und immer wieder sich zu bemühen, mit dem Objekt, mit der Erfahrung zu bleiben, solange wie sie dauert. Manche finden das hilfreich, manche weniger. Könnt ihr euch vorstellen, so ein bisschen ihr reibt das, die Erfahrung, das Objekt mit der Achtsamkeit. Es ist eben wirklich in Kontakt sein, nicht nur hinschauen. Darum ist Spüren, wenn vielleicht auch nicht sehr technische Sprache ist, irgendwo hilfreicher als Beobachten. Beobachten kann man sich so vorstellen. Ich bin hier oben im Kranführerhäuschen und beobachte von Weitem. Und viel hilfreicher ist er. Immer wieder der Kontakt. Wenn wir in der Samatha, Sammlungspraxis, die Sammlung auf diese Art vertiefen, wird der nächste, dritte dieser Versenkungsfaktoren entstehen, nämlich Interesse, Faszination, Entzücken. Manchmal sind Dinge langweilig. Vielleicht nicht bei euch, aber ich habe das schon gehört, dass es manchmal bei der Gehmeditation oder bei diesem ewigen Atem langweilig sein soll. Also wenn wir schon herausgefunden haben, dass nach dem Einatmen wahrscheinlich wieder ein Ausatmen kommt, das ist das Gegenteil von Interesse. Und es ist dieses voll und ganz Dabeisein, das möglich wird durch Kontakt aufnehmen und Kontakt halten, immer mehr und mehr. Das Interesse entsteht. Das Interesse ist eine Eigenschaft des Geistes und nicht eine Eigenschaft der Sache, mit der wir sind. Es wird bei Beziehungen. Wir denken im Anfang jedenfalls der Beziehung, das ist eine interessante Person. Das ist eine faszinierende Person. Hast du auch schon, kennst du sie? Gell? Ganz toll. Und dann vielleicht noch, weiß auch nicht, später vielleicht weniger.
Und wenn wir wirklich ernsthaft mit Beziehung arbeiten, merken wir, das hat zu tun mit, wie viel ich investiere, wie viel ich reinlege, wie viel ich da hineingebe. Und wenn ich wirklich viel hineingebe, wird das wieder interessant. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit entziehe, wird es langweilig. Und das ist sehr interessant in der Praxis. Wenn es langweilig wird, schaut, ob ihr oberflächlich seid. Also wenn ihr merkt, dass ihr sagt, einatmen so leise für euch und dabei ist es gerade am Ausatmen. Wenn ihr denkt, einatmen, ausatmen, 20 vor 8, einatmen, ausatmen, so 16 Minuten bis zum Läuten, einatmen, ausatmen, wenn es langweilig wird, dann passt das. Es ist wirklich das Vollständige, sich immer wieder hineingeben, was Interesse schafft. Und wenn das ganz dabei sein sehr tief ist, also die Sammlung tief ist, dann entsteht Faszination und Freude und Entzücken. Obschon unsere Meditation hier nicht immer, vielleicht für manche auch gar nicht oft oder selten oder nie voller Entzücken ist, ist gut klar zu sehen, wie das funktioniert. Interesse. In der Praxis der Sammlung, wenn die Kontinuität verstärkt und vertieft wird, entsteht als nächstes die vierte Qualität, der vierte Jhana-Faktor, Glückseligkeit, Sukha. Es ist eine sanftere, stillere, aber tiefere Art der Freude. Hier gibt es wieder eine Illustration. Faszination, Entzücken wird verglichen, wie wenn jemand eine wirklich erwünschte Sache erhält. Im Moment ist Entzücken. Und die nächste Qualität wird verglichen mit der Situation, wenn diese Person die Sache erhalten hat und sie jetzt genießt. Ich mag das Beispiel mit der Oase. Ich war mit 19 in der Wüste und ich kann mich erinnern, wie wir ziemlich leichtsinnig uns in einem Sandsturm hätten verfahren können und dann einfach Glück gehabt haben und das der Sturm nachgelassen hat und da waren ziemlich große Sanddünen und wir wussten noch immer nicht, ob wir wirklich noch auf dem Weg sind. Und dann haben sie sich die geöffnet und da war tatsächlich ein See mit Palmen. Das war so irre. Das Beispiel ist, wir waren nicht am Verdursten. Das Beispiel ist, dass der Wanderer, der sich in der Wüste verirrt hat, kommt über die letzte Düne und sieht den See. Das ist Entzücken und Faszination. Beispiel. Und wenn der Wanderer dann im See drin ist, getrunken hat und badet, das ist Sukha. Die Aufregung ist weg, es ist jetzt entspannt. Ruhe, die Qualität von Ruhe ist dazugekommen. Und hier braucht es weniger Bemühen, um die Sammlung beim Objekt zu halten. Und letztlich entsteht so tiefe Sammlung, dass Entzücken ausklingt, dass Glückseligkeit sogar sich legt. Und die fünfte dieser Faktoren entsteht, die Einsgerichtetheit. Die tritt dann in den Vordergrund. Einsgerichtetheit, die Kagata, ist ein Geistesfaktor, der allen tiefen Sammlungs- und Versenkungsstufen gemeinsam ist. Und der wird verglichen mit einer stetigen Flamme an einem völlig windstillen Ort oder mit einem fest verankerten Pfeiler, der durch nichts erschüttert werden kann. Oder mit dem Prozess von Wasser, wenn es mit verschiedenen Substanzen zu einem soliden Material verbunden wird, wie Wasser, Sand, Zement zu Beton. Einsgerichtetheit bewirkt die volle Sammlung des Geistes auf dem Objekt, bewirkt ziemlich unerschütterliche Stabilität auf dem Objekt und zusammen mit Einsgerichtetheit entsteht Gleichmut, welcher, man könnte sagen, die emotionelle Stabilität und ein tiefes Gleichgewicht bewirkt. Das wären die fünf Qualitäten. Die ersten zwei in der Praxis zu jeder Zeit sehr hilfreich. Und wenn Interesse entsteht, natürlich noch hilfreicher. Es ist nicht diese Tiefe, es ist nicht Versenkungen, nicht diese Tiefe der Sammlung, die wir hier entwickeln müssen.
Dazu brauchen die meisten westlichen Menschen, westlichen Meditierenden in meiner Erfahrung, länger. Vielleicht ein paar Wochen von nur Sammlung, nur Samatha, anstatt dann auch eben noch Erkenntnismeditation, wie wir sie hier betreiben, reinzunehmen. Aber für diejenigen von euch, die gerade angekommen sind, wie schon erwähnt vorhin, nehmt euch 2-3 Tage, fast nur für Sammlung. Wirklich hilfreich. Wenn man nun, und ich möchte die Geschichte mit der Sammlung noch vervollständigen, wenn man nun Sammlung und ruhevolles Verweilen zu großer Tiefe kultiviert, kann Samatha ganz verwirklicht werden. Und letztlich kann Versenkung, Pali Jhana, erreicht werden. Was dies Jhana im Speziellen bedeutet, ist nicht immer ganz so klar, wie man das gerne hätte. Oder wie man es vielleicht von buddhistischen Meditationssystemen erwarten würde. Das klingt immer so klar und man weiß jede Stufe, wie sie entsteht und was sie bedeutet. Vor allem wann etwas Samatha-Meditation ist und wann es zur Versenkung oder zu Jhana wird von verschiedenen Lehrenden und verschiedenen Traditionen sehr verschieden interpretiert. Kleines Beispiel, in manchen tibetischen Traditionen spricht man von 9 oder 10 Stufen der Samatha- oder Shinne-Meditation. Wenn Ruhe und Sammlung von Geist und Herz zu größter Meisterschaft gebracht wird, so der 10. Stufe oder so, kann die Yogini oder der Yogi 3 Tage und Nächte anstrengungslos, ohne Zerstreuung, ohne Hunger, Durst oder Ermüdung auf dem Objekt verweilen. Mit Friede, Freude, Klarheit tiefster Art. Und hier spricht man in dieser Tradition erst von angrenzender oder Zugangssammlung, Upachara, Samadhi. Erst von hier aus hat man Zugang zu den Versenkungsstufen oder Jhanas. Das heißt, die erste Versenkungsstufe wäre dann noch ein bedeutend tieferer Zustand. Es gibt aber auch Schulen, in denen wird gesagt, 20 Atemzüge lang beim Atem sei bereits die erste Versenkungsstufe. Also ziemlich andere Vorstellungen. In dem Sinn sind die Begriffe nicht sehr klar definiert. Ein Gefühl des Entzückens sei die 2. Versenkungsstufe, was in anderen Traditionen einfach als die ersten Erfahrungen von Sammlung gesehen würde. Wer immer auch recht hat mit diesen Benennungen, spielt eigentlich gar keine Rolle. Es ist aber hilfreich zu wissen, dass verschiedene buddhistische Schulen ganz verschiedene Stufen der Sammlung, eben Versenkungsstufen oder Jhanas, nennen, verschieden, was sie damit meinen. Aber auf jeden Fall ist es immer äußerst nützlich und hilfreich, die Sammlung zu vertiefen, den Fokus zu schärfen und Geist und Herz stetiger, ruhiger und sanfter werden zu lassen. Ist immer hilfreich. Ist nicht das Ziel und die wunderbaren Zustände, die erreicht werden können, sind in keiner Art und Weise das Ziel der buddhistischen Praxis. Der Geist, wenn gesammelt und entsprechend flexibel und fähig, ist ein wunderbares Werkzeug. Persönliche Schilderungen sind immer so individuell geprägt, dass man nie wissen kann, welche Erfahrung das bei einem selbst entsprechen würde, wenn überhaupt. Ich riskiere das einfach zur Inspiration in Bezug auf Sammlungszustände und nicht zum Vergleichen und Werten. Hier eine Beschreibung einer Versenkungsstufe, die ich wiedergeben möchte, wie sie geschildert worden ist, bezieht sich auf eine Metta-Versenkungsstufe. Körper und Geist sind erfüllt von unbeschreiblicher Behaglichkeit und Unbeschwertheit, von Entzücken und Wonne. Der Geist ist funkelnd und leuchtend, alles erfüllende Ruhe und Frieden, unermessliche Stille. Erfüllt von der Gewissheit, dass alles, aber auch alles vollkommen okay ist. Das bedeutet nicht, dass es es ist. Das ist die Art und Weise, wie es sich anfühlt. Das Bewusstsein ist von höchster Klarheit, frei von jeglicher Störung durch unerwünschte Gedanken, Vorstellungen oder Bilder.
Das Herz ist erfüllt von bedingungsloser Liebe, mit dem überwältigenden Gefühl, in der Gegenwart des Göttlichen zu weilen. Nicht schlecht. Wenn ihr das als Inspiration nehmen könnt. Und es würde auch bedeuten, wenn jemand wirklich das Interesse hat und das Gefühl hat, sie haben das Talent dazu, dass man sich entscheiden kann, man möchte 1, 2, 3 Monate oder länger Versenkung, Sammlung und Versenkung üben und schauen, wo man da hinkommt und was das bringt. Einfach, wie schon gesagt, für die meisten von uns, die meisten westlichen Meditierenden, die ich über auch längere Zeit, über Monate begleitet habe, braucht es länger als 2, 3 Wochen. Ziemlich länger. Sammlung, Samatha, ruhevolles Verweilen, kann mit vielerlei Objekten geübt werden. Die früheren buddhistischen Schulen sprechen von 40 Objekten. Durch die Jahrhunderte und durch den später aufgekommenen Mahayana und Vajrayana Buddhismus sind noch viel mehr dazugekommen. Und ich möchte nur ganz kurz darüber sprechen, eine Idee zu geben, dass alles möglich ist. Diese Objekte werden je nach Zweck und Absicht bei der jeweiligen Meditation und entsprechender Eignung und Neigung verschiedener Charaktere der Yogis gewählt. Und das wäre eine großartige Eigenschaft von Lehrenden, von Meisterinnen, von Meistern, Qualität, die Buddha selbst so großartig beherrscht hat, zu wissen, zu erkennen, welche Objekte sich für welche Person besonders eignen. Wenn wir das, also, kennt schon, kommt es vielleicht, aber ich von mir sehe manchmal, wenn ich bei jedem von euch genau wüsste, was ihr braucht, dann würde ich wahrscheinlich nicht allen dasselbe lehren, Samatha, Vipassana und Metta, sondern versuchen sehr spezifisch zu sein. Unter den Objekten befindet sich der Atem, also Anapanasati, Sammlung, Achtsamkeit und Sammlung. Mit dem Atem ist bekannt. Dann bestimmte Formen und Farben als Objekte. Dann Meditationen über Zerfallszustände des toten Körpers. Ist wahrscheinlich eher für Verlangenstypen, die dann zurückgeworfen werden in die Balance. Wahrscheinlich nicht geeignet für Leute, die schon aversiv sowieso sind. Für diese eignet sich wahrscheinlich besser, Qualitäten von Buddha, von Dhamma oder Sangha zu kontemplieren oder die 4 Brahma-Viharas zu entwickeln. Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Gelassenheit. Dazu gehören auch die 4 sogenannten formlosen Zustände von unendlichem Raum, unendlichem Bewusstsein, von Nichtheit und weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung, also der Grenze der möglichen Erfahrung und einige andere Objekte. Praktisch wieder und ich denke sehr relevant für uns, für unsere Praxis hier im Retreat, ist die Tatsache, dass Sammlung die 5 Hemmnisse, die 5 Meditationshindernisse verdrängt, außer Gefecht setzt, zu einem gewissen Grad, natürlich abhängig von der Sammlung. Und auch nur temporär, solange die Sammlung dauert. Und diese Hemmnisse sind uns wohlbekannt. Akenjuno hat am Mittwochabend darüber gesprochen, ausführlich. Es sind schwierige Emotionen und Geistes-Herzenszustände wie Sinnesverlangen und Anhaften, Aversion, Ärger, Hass, also das Gegenteil von Verlangen, von Gier. Dann Stumpfheit, Schläfrigkeit, dann Ruhelosigkeit und Besorgnis und letztlich Zweifel. Wenn sie aktiv sind, täuschen und quälen sie Herz und Geist. Sie verhindern klares Sehen und Erkennen und schaffen ein mühsames oder gar leidvolles inneres Klima. Und ich wiederhole kurz zur Erinnerung, Verlangen, das Gefühl dringend etwas zu brauchen, was wir gerade jetzt nicht haben, manchmal irgendetwas. Verlangen ist dann, wir wissen noch gar nicht, was wir möchten.
Das ruhelose Suchen nach Erfüllung in einem Objekt, in einer Person, in einer Erfahrung oder halt in einer Fantasie, wenn es nicht anders geht. Die Angenehmes, die Befriedigung verspricht. Das ist ein Mangel an Zufriedenheit mit dem, was ist jetzt. Abneigung, das Gegenteil. Nicht haben wollen, was wir haben, sondern sich wünschen, es loszuwerden. Alles, was unangenehm ist, sich darüber ärgern, es hassen, es vermeiden, befürchten, verdrängen. Hass, Wut, Angst, der ganze Rest. Dumpfheit, Schläfrigkeit, ist eben auch Müdigkeit, Mattheit. Oft wird auch Bequemlichkeit und Faulheit dazu gezählt. Bezieht sich auf Dumpfheit und Schläfrigkeit in der Meditation, sowohl wie auch eben Faulheit, Trägheit und all das in Bezug auf die Praxis überhaupt. Und interessanterweise, in der tibetischen Tradition wird hier auch Geschäftigkeit dazu gezählt. Weil es uns davon abhält zu praktizieren. Wir haben noch eine Menge zu tun und leider geht's heute nicht. Zählt unter Faulheit. Und Ruhelosigkeit und Besorgnis. Auch wieder ein Stück weit das Gegenteil energetisch von Schläfrigkeit und Dumpfheit. Unruhe in Körper, Herz und Geist, aufgeregt sein, besorgt sein, ängstlich sein, grübeln, sich schuldig fühlen. Scheinbar unfähig, für mehr als eine Sekunde weiter zu sitzen oder zu gehen oder irgendwie sonst dran zu bleiben. Und Zweifel, manchmal auch Zweifelsucht genannt, in Jnanaponika, Nanatilokathera, in seiner recht alten Sprache, nennt es Zweifelsucht. Ich habe früher gedacht, es sei einfach ein altes Wort. Aber mittlerweile habe ich gesehen, dass man das richtig als Sucht haben kann. Man kann sich nie ganz entschließen, nie niederlassen, nie für das eine entscheiden und bleibt hin und her gerissen und unentschlossen. Großes Hemmnis und mühsam. Aber auch Zweifel an unserer Fähigkeit, diese Praxis hier voll und ganz zu tun. Wir schauen und alle anderen tun das wahrscheinlich sicher schon seit Jahren, das sind Experten. Für mich ist das eigentlich viel zu schwer, ich kriege das nicht hin. Oder Zweifel an der Methode, verständlicherweise. Da sitzen wie Gemüse, auf und ab gehen wie Zombies, kann ja eigentlich nicht ganz so hilfreich sein. Oder Zweifel an den Kerlen, die da vorne sitzen. Der eine kann nicht mal im Lotus sitzen. Sie haben keine Titel oder keine Titel mehr. Keine besonderen Gewänder. Einer hat wenigstens noch einen spirituellen Namen, der andere recht mal das. Zweifel. Zweifel. Verlangen, Abneigung, Schläfrigkeit, Ruhelosigkeit, Zweifel. Shantideva schrieb, Menschen mit zerstreutem Geist leben in den Fängen emotionaler Verblendung. Sammlung hat nun die Macht, diese schwierigen, hemmenden Zustände außer Gefecht zu setzen, temporär. Wir kennen das alle zumindest ein bisschen vom Retreat, von der Retreat-Situation. Und eine wichtige Funktion eines Retreats, wie diesem Retreat hier, ist es, eine an sich künstliche Situation zu schaffen, in der Wachheit und Sammlung mit Kontinuität möglich ist oder möglicher wird. Also durch das Nicht-Reden, Nicht-Telefonieren, Nicht-Schreiben, Nicht-Lesen, Nicht-Charmieren, Nicht-Anbändeln, Nicht-Langen Spaziergängen gehen. All das als Form, die uns eigentlich unterstützt. Also nicht als eine Frage der Askese oder der Schikane, sondern ist eine Art, sich selbst zu schützen. Umsammlung in größerem Maß und Ruhe in tieferem Maß als im Alltag möglich zu machen. Und darum, wer diese Form verletzt, schießt sich eigentlich selbst in den Fuß. Und wann immer die Hemmnisse zurückweichen oder temporär verstummen durch die Kraft der Sammlung, immer dann werden Herz und Geist ruhiger, wacher, klarer, und auch flexibler. Wenn wir finden, dass die ersten 2 bis 3 Tage eines Retreats schwierig sind,
und es dann langsam aber spürbar leichter wird, ist das genau der Effekt der Sammlung. Vor allem der Effekt der Sammlung. Die Hemmnisse, die in den ersten zwei Tagen sehr mühsam sein können, die können auch nach 50 Tagen noch mühsam sein. Aber im Gesamt gesehen weichen sie doch etwas zurück. Und genau deshalb, um besser, tiefer und klarer zu sehen als im Alltag, sind Retreats so außerordentlich bedeutsam, wenn wir sie wirklich nutzen. Die gleiche Eigenschaft von der Sammlung ist auch im Spiel, wenn wir Retreats verlassen. Ich höre oft, ich hatte es, als ich nach Hause ging und nach 4 Tagen, so am Donnerstag, habe ich es verloren. Und die Frage ist dann, was ist es? Und Beschreibung ist dann oft dieses Gefühl des Ganzseins, dieses Sammlung ist einfach wieder weg. Es ist ein Gefühl der Ganzheit, von Rundheit, von Ruhe und etwas Gleichgewicht. Und gleichzeitig sind die guten alten Hemmnisse zurück. So wie die alten Kleider, die man mit anzieht. Reaktivität, Unruhe, Unklarheit. Wenn wir nicht wirklich so Sorge tragen oder überhaupt Sorge tragen können. Aber wichtig ist auch dort zu wissen, wir haben nicht etwas falsch gemacht. Das liegt in der Natur der Dinge, es liegt in der Natur von Sammlung. Und in dieser Art der Lebensführung, die die meisten von uns haben, ist es sehr schwierig, Sammlung, die wir hier mühsam entwickeln, einfach zu behalten, auf dem Job und überall im Verkehr und was da alles dazu gehört. Es ist nicht das Einzige, was man mitnehmen kann vom Retreat und was hilfreich ist, wie ihr alle wisst. Und das ist zum Glück so, das nur den Sammlungsaspekt. Wenn wir das sehen, dass Sammlung vielleicht in unserer Art des Lebens, also sehr anders als die Mönche zu Buddhas Zeiten oder die Mönche, die jetzt in den Welten leben, die meditieren, praktizieren, unter Bäumen sitzen oder in Kutis und einmal am Tag Essen holen gehen und zurückkehren, ist schon sehr anders, als wie die meisten von uns leben müssen oder gewählt haben zu leben. Umso mehr stellt sich die Frage, ob wir die Zeit des Retreats wirklich genutzt haben. Auch haben wir die Ruhe und Sammlung, die wir entwickelt haben, die wir entwickeln, genutzt. Haben wir auch mit Interesse geforscht? Haben wir tiefer geschaut? Haben wir das Wesen der Dinge betrachtet? Haben wir Vergänglichkeit betrachtet? Haben wir Annehmen, Loslassen, haben wir Gelassenheit wirklich geübt? Und wenn ja, hat sich ganz sicher etwas verändert. Nicht etwas, das Donnerstag noch da ist. Wenn ja, können wir uns selbst und anderen ein Stücklein besser begegnen. Wir können mit uns und anderen besser umgehen. Und etwas wacher, sensibler und liebevoller da sein. Zurück zu Sammlung. Sammlung ist enorm hilfreich, aber die unheilsamen Geisteszustände können von Sammlung nicht wirklich entwurzelt oder wirklich überwunden werden. Dazu braucht es eben klares Sehen, Verstehen des Wesens der Dinge, Vipassana. Und deshalb ist letztlich Erkenntnismeditation so zentral. Sammlung als Werkzeug, als sehr wichtige, sehr wesentliche, sehr hilfreiche Unterstützung. Erforschen, klar sehen und erkennen, wie die Dinge sind. Das ist der Schlüssel letztlich zur Freiheit. Und Vipassana heißt, die Dinge so sehen, wie sie sind. Oder es heißt, spezielles oder höheres Sehen. In der Erkenntnismeditation richtet man einen stetigen, gesammelten Geist oder gesammelte, ruhevolle Aufmerksamkeit auf die eigentliche Natur der Dinge, auf ihre ständig wechselnde, vergängliche Natur, auf ihre unerfüllende oder unbefriedigende Natur, auf die Abwesenheit eines Selbst, eines fassbaren, festhaltbaren Ich oder Mich innerhalb dieses Prozesses der Wahrnehmung. Oder anders ausgedrückt, auf die leere Natur aller Dinge. Klar sehen der nicht fassbaren, nicht kontrollierbaren Natur aller Dinge lehrt uns geschickter, realistischer, also wirklichkeitsgemäßer und hilfreicher umzugehen mit unseren Erfahrungen
und gerade auch mit den schwierigen und leidenschaffenden Emotionen. Wenn wir sie schneller durchschauen, wenn wir weniger mit ihnen identifiziert sind, verlieren sie langsam ihre Macht über uns. Und unsere schönen Eigenschaften, die innewohnenden Eigenschaften wie eben Metta, Mitgefühl, Großzügigkeit, Vertrauen, Freude, können sich stärker entfalten und beginnen öfter und öfter durchzuscheinen. Wenn wir also den Geist, ich wiederhole, wenn wir also den Geist, die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit auf einem Objekt, wie zum Beispiel den Atem, Körperempfindung, richten, praktizieren wir Sammlung. Wenn wir genau hinschauen in dieser Sammlung, um die Natur der Dinge zu sehen, um zu verstehen, wie Dinge funktionieren, dann praktizieren wir Erkenntnis oder Vipassana. Und beide sind wichtig, beide sind notwendig. Ideal ist natürlich eine Verbindung von beiden. Wir haben diese tiefgründigen und befreienden Lehren und ich bin Jahr für Jahr immer wieder von Neuem erstaunt und inspiriert, wenn ich sehe, wie in diesen Lehren Buddhas all die Wege präzise beschrieben worden sind, schon vor so langer Zeit und immer noch viel, viel tiefer und klarer, als ich es je sehen kann. Wir haben die notwendige und angenehmste Unterstützung hier durch die Kochenden, durch die Managerin, hoffentlich auch durch die Vorsitzenden, sicher durch die Umgebung. Wir haben eine außerordentliche Gelegenheit hier. Wir wollen das Beste daraus machen und wir wollen uns daran erfreuen, in einer zutiefst sinnvollen Art und Weise. Ich möchte mit Meister Dogen schließen. Mitternacht. Keine Wellen, kein Wind, das leere Boot, von Mondlicht überflutet. Mitternacht. Keine Wellen, kein Wind, das leere Boot, vom Mondlicht überflutet.